Torben hat das Spiel verlassen. What the fuck? Das lag doch an Torben. Nein, 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 es war kein Verbindungsfehler. Ich bin auf Verbindung unterbrechen gekommen. Ja, wollen wir dann jetzt mal langsam schlafen, oder? Ja, du bist gerade auch rausgekommen, ja, Alter. In meinem Bett stehen jetzt ey, vier Skelette. Ja, dann kommt. Ich liege im ja, Bett. Ja, ich kann gerade. Ja, Tobi, du lachst die ganze Zeit aber nicht im Bett. Warte mal einen Moment jetzt. Ja, da konnte ich ja nichts für. Ich war ja unten. Ja, genau, wir können da ja jetzt auch gerade nichts für. Gib uns einen Moment. Ja, hä? Ich hab ja nichts gesagt. Doch, also. Wann denn? Gerade. Oh, jetzt habe ich sogar schon ziemlich viel Schwarzpulver. Nur noch kein Sand, aber der werde ich bestimmt irgendwo auftreiben können. Wenn ich ihn denn brauche. Also Alter, das. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stacks Redstone. Also entspannt. Ich kann jetzt schlafen gehen. Torben? Ich baue gerade das Bett. Okay, sag einfach Bescheid. Ich ja, ich bin im Bett. Oh. Ich bin im Bett. Warte, bei mir ist jetzt ein Zombie mit Eisenschwert. Aber ich hab ja einen Bogen. Penne einfach ein. Liege. Tobi, leg dich hin. Da kommt ein Zombie an. Ja, ist egal. Bleib einfach im Bett liegen. Ja, aber wenn er mich schlägt, liege ich raus. Alter, könnt ihr mal schlafen? Hä, warum ist dein Bett nicht zu? Ich schlafe. Ich doch auch. Weiß, ich hab keine Pfeile mehr. Oh. Oh, jetzt hat der Zombie mich auch noch angebrutzelt. Ha, ich hab ja Wasser. Nobi, scheiße, der hat sich jetzt auch. Ja, da sind dann 50.000 Creeper. Ja, 50.000 ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Nein, das ist nicht übertrieben. Ich glaube, der Flo, der übertreibt wieder mal ein bisschen. Das glaube ich nicht. Ich glaube dem, dass da 50.000 rumstehen. Ja, gut, es klingt realistisch, sonst hätte er irgendwie so 2 Milliarden jetzt. Also 50.000, da klingt's schon. Boah, das war richtig uncool, du Miststück. Aber oh, bin schon froh. Mach ich doch. Wie kann man was bauen? Richtig coole Brücken. Wieso? Ach so, weil, bei mir. Ja, ja, hab ich. Von Berg zu Berg. Hab grad nicht gecheckt, was du mir sagen wolltest. Was ist das denn jetzt hier so rum? Doch ein schlechter Witz. Ah, da ist will irgendjemand mit mir auf die Suche nach Kühen gehen? Ich hab hier ganz viele Kühe. Brauch keine Kühe. Ich auch. What the fuck? Armer Torben. Ich kann den Hasen nicht sehen. Ach egal. Ich bin ein Torben ganz alleine. Ich bin im Dorf. Ich hab keine Kühe. Doch, hab ich. Irgendwo. So, willst du dann Kuhsuche machen? Weiß ich nicht. Ich muss ja erstmal die. Wofür brauchst du immer nochmal Rotten Flash? Oh, ich hab Kühe gefunden. Die waren direkt vor meiner Haustür. Ich glaube, da konnte man sich bei Hexit-Leder mitmachen, ne? Ja, bei Hexit. Ja, ach nee, Quatsch, da konnte man ja sammeln, beim Villager eintauschen. Ja. Aber dafür nehme ich natürlich Geld, ne? Hä? Was war das für ein Geräusch? Doch, habe ich gefunden. Ja und? Ja, ist meins. Aber, kann, Schatz. Aber ich erlaube dir, Hi. Oh, ne? Aber Flo nicht, oder? Puh. Flo war immer böse zu dir, Torben. Puh. War ich das? Ich glaube eher, der war netter zu mir als du. Boah, nee, bin ich glaub, gut, Tobi. Stimmt aber nicht. Tobi, siehst ein, ich bin einfach besser da als du. Boah, es gibt kein zweites Gehege mehr, außer eins, das in der Luft schwillt, aber da will ich keine Kühe reinpacken. Gehege, meinst du jetzt die Terrassen? Von denen? Ja, ja. Schöne Gehege hast du. Ja, das ist artgerechte Haltung. Werden wie Menschen gehalten, ne? Mhm. Ja, so lebt Flo hier auch. Ah. Ich lebe auch nur auf der Terrasse. Boah, nee, ich will mir jetzt ein Haus bauen, ohne Spaß. Dabei. Auch. Was ist? Bin dabei beim Hausbau. Und ich bei will Gott das da haben. Oder bist du gerade dabei? Ich bin bei mein Haus zu bauen. Was baust denn du für ein Haus? Ich bin bei mein Haus zu bauen. Ein Haus. Ja, welches welches Design? Ja, Kobbelholz. Mach ich auch erstmal. Baust du das Haus? Lol. Ja, ich baue das Haus. Oh. Hey, das könntest du niemals auf deinen Miniberg klatschen. Weißt du, warum ich fertig bin? Doch. Du hast gesehen, wie groß das ist. Was? Ich
baue das einfach auch. Na, dann baue es auch. Sieht scheiße aus. Nein, baue ich nicht. Sehe eh scheiße aus auf deinem Berg. Nein, sehe es nicht. Doch, sehe es wohl. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ah, ich hab den Streit gewonnen. Nein. Position. Doch. Moment. Ah, so. Perfekt. Na Flo, alles okay? Na. Er hat mich jetzt gemutet. Hä, nein. Der hat sich... doch bei sich schon. Ja, bei sich, aber das könnte ja egal sein. Ja, stimmt auch eigentlich. Ich glaube, er wusste nicht, dass er dich nur bei sich mutet. Ja, jetzt müsste er dich ja eigentlich hören mit deinen Kommentaren dazu. Ja, aber er antwortet gerade nicht. Nicht schlimm. Ich baue einfach gerade drauf los, Leute. Ich guck mir das alles... Ah, Junge. Hör mal auf mit deinem Kicken, ey. Das ist echt nervig. Warum? Weil das nervig ist. Flo muss das jetzt erstmal checken. Nee, ich bin nicht blöd. Alter, jetzt habe ich wieder Echo. Ich musste nur noch mal die Adresse eingeben. So. Boah, ich baue einfach drauf los. Ich habe keinen Plan, wie geil das am Ende aussieht. Gar nicht geil. Ja, baust doch, du bei deinem Dorf oder wo baust du? In der Nähe. Nein. Also so, dass man das Dorf, ein Haus vom Dorf gerade noch sieht, weil ich keinen Bock habe, dass man... Möchte irgendwer Schnee haben? Ein Nö. Nee. Schneeblöcke. Wofür denn? Na, das war klar, dass er wieder handeln will. Nein, ich meine, wofür sollte ich die gebrauchen? Das war einfach nur so, keine Ach so. Ahnung, für. Flo direkt, der hat verklärt, dass er handeln will. Ja, ich komme, als ob du uns die umsonst gibst. Ja, nee, Schnee ist auch so selten, Flo. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ich sollte dafür 10 Diamanten verlangen. Warum nicht? Ich hab gesagt, so. Nimm. Irgendwie ist das aber scheiße, dass es hier oben schneit. Dann wird dein Haus immer schneebedeckt sein. Nö, ich baue das einfach mit Half-Slabs. Da kann kein Schnee drauf liegen. Also auf Half-Slabs, die quasi auf der falschen Höhe sind. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, schöne Doppeltür. Kommt hier hinterher rein. Ja. Ich muss mir noch irgendwas Besonderes überlegen für mein Haus oder was? Also ja, weil ich also ich muss das Haus dann noch irgendwie special machen. Sonst lieber nicht. Wäre das ein bisschen langweilig für eine ganze Season. Ich baue mehrere Häuser, also so Dorf oder so. Ja, du baust es aus dem dein Haus da aus dem komischen Buch, was du da hast, ne? Ja. Nein! Kommst du gefrieren Wasser? Oh ja, du kannst hier keine Zucker aufwärmen und sowas. Oh. Natürlich baue ich das. Mit Fackeln kann man das machen. Wenn ich da Fackeln hinsetze, stimmt, hast recht. Flo hat einfach keine Ahnung von mir. Aber sieht halt nicht so toll aus. Toll aus. Ja, wieso? Ich arbeite dann nicht mit Glowstone. Ja, die Frage ist dann, da musst du halt ne, immer ein bisschen Zuckerrohrfarm ist ja nicht so effektiv, ne? Warum? Ja, wenn du direkt daneben Glowstone setzt, kannst du kein Zuckerrohr draufsetzen. Ich brauch das ja nicht direkt daneben. Doch.
Also Fackeln auf jeden Fall. Ja, weil Fackeln so geringe Wärme. Ja, ja. Aber Glowstone ist quasi wie die Sonne. Wie Sonnenlicht. Ist wirklich so. Ha? Wie Sonnenlicht. Wie Sonnenlicht. Aber halt auch in einem geringeren Radius, ne? Wow. Ja. Du bist so schlau. Ich weiß. Besser laut haben. Deswegen hasse ich Schneebiome. Und allgemein ja, sieht das so... Allgemein, ja, ich bin ja nicht im Schneebiom. Ja, ich weiß, ich aber... Ich finde natürlich, mit den Dichten sieht das ja cool aus. Ne, finde ich auch nicht. Doch, das stimmt. Ich finde das einfach richtig eklig und trostlos. Ne? Kann man gar nicht so schön bauen. Ja, bauen finde ich da auch scheiße, aber so natürlich so ein Wald finde ich schon. Ich habe zwei Schafe im Haus. Ich hatte eine Kuh im Haus, aber dann habe ich so Löcher für die Türen gebaut und dann ist sie rausgegangen. Ich glaube, ich töte die Schafe gleich. Ah ne, ich habe ja Weizen. Ich kann die ja in ein anderes Ding... Ach ja, stimmt, mit Schafen bekommt man ja jetzt auch Fleisch. Ja. Braucht gar keine Kühe dann. Du musst außer für Leder. Ja, ja. Ja, aber du brauchst quasi ja nur eine automatische Schaftötungsanlage und dann kriegst du unendlich Fleisch und unendlich Wolle. Ja, die Frage ist ja nur, wofür man die unendlich Wolle braucht, ne? Keine Ahnung, die kannst du ja auch wegschmeißen, per Filter. Ja genau, aber deswegen kannst du ja auch einfach Kühe da reinboxen. Ja, aber wofür brauchst du unendlich Leder? Ja, für Bücher und so ein Scheiß. Ja. Ja gut, das stimmt. Oh Gott, seid ihr alle bereit zum Schlafen gleich? Ja. Nein. Nein? Gut. Doch, bin ich. Dann können wir jetzt schlafen. Ja, Momentchen. Jetzt. So, dann renne ich mal nach Hause. Ich liege im Bett. Da-dum-dum-dum-dum-dum. Ich wohne direkt an einem See. Oh, doll. Echt? Ja, bei mir ist auch in der Nähe ein See. Ja, aber ich wohne direkt an einem See. Fast direkt an dem See. Torbens Umgebung ist einfach viel schöner. Aber der ist... Ey, könnt ihr mal schlafen gehen? Ich schlafe. Ich auch. OB. Ja, ich bin doch. Guck, ich schreib die ganze Zeit. Bist du... Du warst jetzt selber. Die ganze Zeit. Ich schreib schon jahrelang. Ja. Will mal jetzt schauen, ob das der See ist, wo ich auch in der Nähe bin. Das wäre lustig. Nein, ich wohne direkt an dem See. Ich wohne direkt, ja. Instant. Ich wohne direkt ja davor. Direkt an einem See. Ach so. Nee, das ist aber nicht der See, wo ich auch in der Nähe wohne. Das wäre lustig. Alter, der Hase ist voll creepy, der guckt durch mein Fenster in dem Dorfhaus. Ja, ich glaub, du beziehst ein Was Dorfhaus. Guckst du? Mein Gott, ja, ja, klar. Du das heißt, als Übergang ist Nein. Das wunderbar. Ja, eben. Saplings. Nur die ganzen Villager-Geräusche nerven ein kleines wenig. Das Gute ist, ich kann mir hier einfach quasi so einen Villager so richtig Villager, so einen Schneemann so richtig schön einsperren und dann brauche ich hier keinen. Ja, das stimmt, das mache ich auch. Ja, dann brauchst du ja Schnee. Ja. Den du dir auch voll nicht einfach holen kannst. Nö, da hast du immer ein Auge drauf und im Notfall ballert mich dein Schneemann ab. Das fand ich eine echt coole Idee mit den Schneemännern, ne? Ja, ne? Ich wäre darauf nie gekommen. Nö. Und vor allem, wenn man einen Schneemann hat, dann hat man ja unendlich Schnee. Ja. Ja, könnte sein, ja. Ja, ich weiß zwar nicht, wie das gemeint ist, aber... Dum-dum. Boah, ich hab eine viel bessere Idee, was ich baue. Kann man irgendwas Tolles aus Fichtenholz machen? Sieht da irgendwas gut aus, die neuen Zäune oder so? Ich glaube nicht. Oder die neuen Türen, wie sehen die neuen Fichtenholztüren aus?
Wie sieht was aus? Die Fichtenholztüren? Keine Ahnung. Ich kann mal gucken. Ich weiß nur, ja, die haben ja, man kriegt jetzt drei Türen.